Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, hier also eine, Moment, Kopie von Taxpire, auch ein guter Let's Player. Der macht allerdings nicht solche Spiele, sondern eher was in die Richtung Pokémon und anderes Zeug. Ja, schau mal bei dem vorbei, ich werde den irgendwo in der Videobeschreibung unten rum verlinken oder irgendwo im Video jetzt, wenn ich jetzt erstmal mit der Grafik umstellen. Ja, was. Hoppala, ich droppe immer meine Sachen. Was gibt's noch schnell zu sagen? Ich habe, wie gesagt, jetzt doch nicht aufgehört. Ich mache also jetzt wieder ein Part und wieder ein Part in die Nacht rein. Weil mir ist ja so langweilig. Und wir wollten. Ja, was wollten wir eigentlich? Wir wollten Eisen suchen. Wie immer noch seit dem ersten Part. Also, naja, lagern wir erstmal ein paar Sachen ein. Okay, einen Zaun brauchen wir nämlich nicht. Gut, die Axt brauchen wir, Spitzhacke brauchen wir, Sense brauchen wir nicht, Schweine, ja. Essen ist immer gut. Fleisch ist immer gesund, ja, das kannst du immer dabei haben. Das. Kohle. Ja, wir brauchen Fackeln. Zum. So, dann hier. Dann wollen wir nicht lange rumfackeln und basteln Fackeln. Ja, gut, bauen wir mal 60 Fackeln. Man kann nie zu viel davon haben. Wir könnten uns jetzt ein neues Schwert bauen. Da ich aber ja eh keine Monster habe, auf denen ich rumhauen kann, höchstens Schweine und. Für die tut's auch eine Spitzhacke. Ist fraglich, ob sich's lohnt, ein neues Schwert zu machen. Was sich allerdings immer lohnt, neu zu machen, ist eine Spitzhacke. Machen wir gleich drei, da haben wir genug. Die lohnt sich ja immer zu machen, diese Spitzhacke. Warum ist der Tunnel im Moment? Den Sound will ich gar nicht haben, sondern nur. Ich weiß nicht. Hört man es jetzt? Moment. Nee. Nee, Moment. Sound brauche ich und die Musik will ich nicht. Passen? Man hört nichts. Naja, gut, das ist halt jetzt die neue Version. Ich habe jetzt die originale Version, also ich habe es mir jetzt gekauft, das Spiel. Davor hatte ich nur eine gecrackte Version, sage ich jetzt mal. Und ja, jetzt haben wir also keinen Ton. Ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, aber das wurmt mich jetzt. Ich möchte das schnell rausfinden, wie es geht. Also, bis gleich. Also wie ihr hört, richtig, ihr hört nichts. Also es funktioniert nicht, ist aber auch egal. Dann hört ihr mich halt nicht auf dem Gras rumtrampeln und Aua schreien und auf Steinen rumhacken. Aber sind wir ehrlich, brauchen wir das wirklich? Für das optimale Spielerlebnis vielleicht, aber doch nicht für so ein Let's Play um 1 Uhr in der Nacht. Ja. Hier wollte ich trotzdem jetzt mal eine Fackel. Also hier sehen wir nix. Ich hatte doch so eine schöne Höhle. Wo ist denn die hin? Diese Höhlen verschwinden doch nicht einfach im Boden. Wie kann denn das sein? Oh, es wird hell. Das ist mir egal. Ich will nicht, dass es hell wird. Ich will eine Höhle finden. Und nicht irgendeine Höhle, sondern die Höhle. Die epische Höhle. Die. Höhle der Extraklasse. Ich laufe im Kreis. War ich hier nicht? Ja, ich war. Also laufen wir hier wieder. Au. Ah, so ein Sturz verursacht einiges an Schaden. Gut, dass sich's bei mir regeneriert. Wir laufen also jetzt hier entlang. Bäume wachsen immer noch nicht. Warum wachsen die Bäume nicht? Das finde ich scheiße. Das habt ihr jetzt gerade überhört, was ich gesagt habe.
Vielleicht ist dort hinten eine Höhle, auf diesem hohen Berg. Oder auf diesem hohen Berg. Na gut, das würde auffallen, aber. Oh, hier muss doch irgendwo sowas sein. Irgendwas hören. Oh, was ist denn das? Ja, jetzt aufpassen. 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 Gut, da geht's nämlich rein. Und mit viel Glück ist das natürlich. Oh, hier geht's auch rein. Oh, da ist Kohle. Da gehen wir doch gleich. Ja, aber mehr auch nicht. Na gut, Kohle ist auch gut. Bauen wir Kohle ab. Hallo Kohle. Und Leute, glaubt mir, wenn er eine Weile mit einer Diamantaxt rumhackt, dann geht das alles direkt langsam. Naja, die Diamantaxt ist auch das Nonplusultra. Die Äxte der Äxte. Warum sag ich. Jeder, ich glaube echt, jeder Let's Player sagt zu diesem Ding, was ich hier in der Hand habe, Axt. Dabei ist das keine Axt, das ist eine Spitzhacke. Zum Spitzhacken, ja? Ich weiß nicht wieso, aber jeder kommt da auf Axt. Jeder, den ich zumindest jetzt bisher gesehen habe. Nicht gegen andere, die das nicht sagen, ja? Oh, eine Kuh. Also Spitzhacke. Und hier geht's in der Höhle rein. Was macht man in der Höhle? Licht. Was macht man in der Höhle noch mehr? Licht. Und Licht und wir sehen wieder mal das Ende. Wow. Wie sinnvoll. Wie habe ich denn das damals gemacht, dass ich die Höhle gefunden habe? Ich habe. Okay, ich habe mich so lange mit Dynamit irgendwo durchgesprengt, bis ich irgendwann mal in der Höhle gelandet bin. Dazu fehlen mir jetzt, fehlen uns allerdings zwei Sachen. Das erste ist das Dynamit und das zweite die Lust, dass ich das jetzt machen soll. Nein. Das bringt nur Arbeit. Und das finde ich auch irgendwie gemein, das so in der Art irgendwie checken. Also, das ist eine andere Höhle, da gehen wir auch noch rein. Aber war ja klar, es ist nur ein Durchgang. Ja, da will ich nicht hin. Nein, ich will wieder Richtung mein Haus. Ist doch da hinten irgendwo. Moment. Ah ja, noch gerade hier, wenn ich hier gerade am Rumdrucksen bin. Bisschen was noch zur Steuerung. Auf F könnt ihr. Es kommt jetzt ein bisschen spät mit der Steuerung, aber auf F könnt ihr den Nebel toggeln, also. Ja, wenn ihr es richtig krass krank wollt, ja. Wenn ihr wollt, dass 2 Meter von euch ein Monster plötzlich für euch auftaucht und ihr es nicht mehr schafft zu töten, dann macht das so. Wenn ihr ganz wenig Nebel wollt, ja, das hat dann auch mit Lecks zu tun, ja. Je weniger Nebel, desto mehr lecken könnte das Ganze, weil es mehr aufbauen muss. Oh, da ist auch noch eine Höhle. Seht ihr das? Finde ich gut. Aber ich denke auch, das ist wieder nur so durchgangmäßig. So eine Höhle, die einfach mal ein bisschen geht. Aber, oh nein, die scheint. Ja. Oh, da geht's weiter. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Höhle angekommen. Interessant, oder? Also, für Leute, die eine so Mörderhöhle finden, hey, Respekt. Ich schaffe das nicht so schnell wie ihr. Doch, hier gerade Kohle gesehen. Ja, haben wir genug. Wie macht ihr das? Ich will das auch. Erklärt es mir. Ich will meine Fans hier nicht langweilen mit jedes Mal in die Höhle gehen und nur darauf abzuwarten, dass sie ändert. Naja. Oh, wir sehen von hier unser Haus. Oh, bräuchte ich echt in-game mal so ein Fernglas. Ganz ehrlich, falls das Notch der Admin sieht und Deutsch kann, Admin, mach ein Fernglas. Es ist wirklich wichtig. Dann können wir in die Ferne gucken. Gucken. Schules Wort. Okay, das Wort, das versperrt ihr aus eurem Wortschatz. Gucken ist schwul. Hübsch ist auch schwul, aber gucken ist schwuler. Gut, also Fernglas haben wir leider keins. Höhle finden wir jetzt auch keine. Steuerungsmäßig, genau. Also auf F könnt ihr den Nebel toggeln, ja. Auf F5 könnt ihr von der Ego-Perspektive in die von hinten Ansicht, wie es Nintendo nennen würde, wechseln.
Mann, die bewegen sich echt cool, die Viecher, oder? Also ich meine, lauft mal so durch die Stadt. Die schauen nicht alle her und wollen euch alle am liebsten einweisen, ja? Wenn du früher so gelaufen wärst, dann hätten sie dich eingewiesen. Zitat von Mittermeier. La la la. Naja. Ich finde die Ansicht doof. Sie ist vielleicht zum Bootsfahren oder so ganz schön. Zum Graben und ähnliches finde ich sie jetzt echt blöd gemacht. Blöd, nicht blöd gemacht, sondern ich finde sie einfach nur blöd. Die anderen finden es toll, ich finde es blöd. Moment. Ich muss hier gerade mal. Oh, mein Auto dir. Jetzt. Ich weiß nicht, ob das hier auf F11 könnt ihr normal in Vollbildmodus wechseln. Zumindest bei der gekauften Version. Bei der anderen weiß ich nicht. Da habe ich es nie probiert. Autsch. Vollbildversion funktioniert bei mir nicht. Warum? Keine Ahnung. Bei mir funktioniert so manches nicht. Aber ist auch nicht so wichtig, weil ihr kriegt es eh nicht mit. Bei euch ist es eh so klein. Oder wenn es nicht klein ist, ist es schlechte Quali. Wenn es groß ist. Aber egal. Also, wir suchen immer noch eine Höhle. Finden aber nichts, was ich doof finde. Also Leute, wenn ihr nicht gleich von Anfang an eine Höhle findet, seid nicht gleich sauer. Das muss ja nicht sein. Aber es kann auch sein, dass ihr einfach mal irgendwie tief in den Boden grabt, ja, und dann durch Zufall mal auf irgend sowas trefft. So lavamäßig gibt es viele, die da auf Zufall drauf treffen. Ich bin für das Ganze zu faul. Ich laufe hier. Oh, was haben wir denn hier? Das ist doch mal schön. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Für zumindest ein bisschen. War ich hier nicht schon mal? Ich glaube, ich war hier schon mal. Wenn nicht, dann bin ich hier halt jetzt. Das sieht zumindest mal nach eventueller Hoffnung aus, ja. Das ist zwar nur ein Gang, aber ich sehe schon hier wieder. Oh, Eisen! Okay, das bauen wir danach ab, wenn wir die Höhle fertig erforscht haben. Dauert nicht mehr lang, würde ich jetzt glatt mal sagen. Aber sie geht noch eine Weile. So, hier sind wir an dem Punkt angelangt, wo die Höhle sagt, Stopp. Aber wir haben etwas gefunden. Eisen. Das ist Eisen. So Braunklumpe, Mitte, Eisen. Und wir hoffen, dass drunter noch ein Eisen ist. Nein, da ist keins. Mal schauen, vielleicht irgendwo hier in der Nähe noch. Komm schon, komm schon. Ich meine, ein Eisen ist ja super toll, aber damit können wir nur, naja, nichts machen. Okay, so viel zum Thema Eisen. Aber wir haben gesehen, Eisen. Das ist nicht viel, aber wir haben es mal gesehen. Jetzt platzieren wir noch ein paar Fackeln. Und da ist noch mehr Eisen, seht ihr das? Oh, vielleicht ist es eine ganze Ader. Ja, ist auf alle Fälle mehr als eins. Es ist sogar schon drei. Drei, vier. Wow. Oben vielleicht noch? Nichts. Schade. Naja, vier sind es insgesamt fünf. Hier ist noch Kohle. Auch ein wichtiger Stoff. Aber nicht ganz wichtig wie Eisen. Vor allem von Kohle gibt es so verdammt viel. So wirklich, wirklich, wirklich viel. Und irgendwann braucht man es nicht mehr. Anfangs kann man nicht genug davon haben, ja? Aber am Ende, Gott, geht es einem dann auf den Piss. Oh Mann, Leute, ich rede hier echt solche Sachen, die ich nicht reden darf, weil es auch Kinder sehen und ich bin sehr verantwortungsbewusst, ich vor allem. Aber ihr hört diese Worte einfach ganz gekonnt, ja? Alter, wann hört denn das auf? Okay, wir haben eine fast neue Höhle von Kohle entdeckt. Es geht schon wieder weiter, es hört nicht auf.